Ich werde oft in der Community gefragt, wie lange brauche ich eigentlich für eine Hörspielproduktion? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil unterschiedliche Faktoren dafür verantwortlich sind, wie lange letztendlich eine Produktion dauert. Da hätten wir zum Beispiel, wie gut beherrscht ihr die Programme, wie gut sind eure Skills, wie viel Erfahrung habt ihr und so weiter. Deswegen kann man diese Frage gar nicht pauschal beantworten. Aber in diesem Video möchte ich auf diese Frage eingehen und euch auf jeden Fall zeigen, wie ich den Zeitaufwand für eine Vertonung bei der Produktion berechne. Glück auf und willkommen zu einem neuen Workshop. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Diesem Video möchte ich mich der Frage widmen, wie viel Zeit braucht man eigentlich für eine Hörspielproduktion? Zunächst möchte ich einmal sagen, so pauschal kann man das gar nicht beantworten, weil wie schon gesagt, es sind sehr viele Faktoren dafür verantwortlich, wie lange so eine Produktion dauert. Zum Beispiel, wie schnell seid ihr selber? Wie viel Kenntnisse habt ihr in den Programmen und wie schnell könnt ihr damit arbeiten? Und wie viel Zeit könnt ihr auch aufbringen und so weiter und so weiter. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte in diesem Video wirklich mal darauf eingehen, wie ich dazu gekommen bin, den Zeitaufwand in Hörspielen zu berechnen, wie da meine Erfahrungswerte sind und wie ich überhaupt zu dem Wert gekommen bin, dass ich sagen kann, für eine Hörspielproduktion brauche ich so und so viel Minuten. Ich grenze deswegen das Casting und die Sichtung von euren Sprechern, also von den Audiofiles aus, weil das ist eine Sache, die könnt ihr selber bestimmen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, für das Casting haben wir 2 Monate Zeit. In diesen 2 Monaten müssen die Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen einfach die Daten abliefern. Dann habt ihr in den 2 Monaten vielleicht auch noch Zeit, das Ganze zu sichten und die entsprechenden Takes rauszusuchen. Das heißt, das können wir eigentlich rausklammern, weil diesen Abschnitt kann man relativ einfach und also relativ einfach einschätzen. Etwas schwieriger wird es dann, wenn man eben zu dem eigentlichen Handwerk kommt, zu der Vertonung, Dialogschnitt und Mastering. Das Ganze habe ich einfach mal jetzt unter dem Fachbegriff Vertonung zusammengefasst, auch wenn es nicht ganz korrekt ist. Aber es ist einfacher so, das Ganze euch zu erklären und vor allem euch auch zu erklären, wie ich dann auf meine Zeit gekommen bin, wie ich meine Hörspielproduktion bzw. die Vertonung so grob einschätzen kann. Damit ich selbst dafür ein Gefühl bekommen habe, habe ich das im Prinzip so gemacht. Ich habe schon bei den ersten Hörspielproduktionen habe ich mir so eine Art Zeiterfassungsbogen gemacht. Den kann ich euch hier einmal zeigen. So, das wäre hier so ein Bogen, wie ich mir den halt mal zusammengestöpselt habe. Und da seht ihr, ihr könnt eintragen, Projekt, Auftraggeber. Auftraggeber bedeutet natürlich, wenn ihr eine externe Produktion macht. Bei mir war es damals zum Beispiel Contendo Media oder Holysoft. Das kann natürlich aber auch Auftraggeber sein, wenn ihr einfach ein externes Hörspielprojekt macht von hörspielprojekt.de oder sonst was. Ansonsten könnt ihr das für eure eigenen Produktionen natürlich weglassen. Dann haben wir noch Beginn der Produktion. Ende der Produktion, das bedeutet Beginn, wann ihr wirklich damit angefangen habt, und Ende bedeutet, wann ihr wirklich damit abgeschlossen habt. Und Abgabe bedeutet letztendlich, wann ihr das eurem Auftraggeber oder der Community quasi gegeben habt, damit man es veröffentlichen kann. Dann gibt es dann noch in der, habt ihr, seht ihr hier, 4 verschiedene Spalten. Ihr habt einmal die Datumsspalte, da tragt ihr dann ein, an welchem Tag ihr angefangen habt zu arbeiten oder überhaupt, wann ihr angefangen habt zu arbeiten. Dann habt ihr hier die Zeiterfassung, da würde einfach drin stehen, das ist jetzt sehr genau, aber das müsst ihr halt nicht machen, da steht dann drin vielleicht von 16 bis 18 Uhr. So. Und dann könnt ihr hier nochmal separat die Stunden aufzählen. Das bedeutet, von 16 bis 18 Uhr wählen dann eben 2 Stunden Arbeit. Und dann habt ihr die eigentliche Leistung. Leistung bedeutet, ihr schreibt da genau rein, was ihr gemacht habt. Zum Beispiel, ihr habt den Dialogschnitt gemacht oder ihr habt schon mit der Vertonung angefangen oder ihr habt das Panning gemacht und so weiter. Dann hier unten. Weil ich das sind also 2 Seiten, habe ich einmal einen Zwischenstand. Das ist im Prinzip, schreibt ihr dann einfach hier die Stunden auf. Dann gibt es einen Übertrag auf die nächste Seite. Wenn ihr eben sehr viele Tage daran arbeiten möchtet, an eurem Hörspielprojekt, gibt es hier unten einfach eine Gesamtrechnung. Und hier steht dann irgendwann, ich habe Summe X für mein Hörspiel gebraucht. So, das ist quasi der Ausgang
für meine Berechnung. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum muss ich denn so einen Aufwand machen? Ihr müsst das natürlich nicht machen, ihr könnt es auch einfach frei Schnauze machen. Aber dieser Zeiterfassungsbogen, den ich euch übrigens auch zum Download zur Verfügung stelle, das schreibe ich euch alles unten in die Videobeschreibung mit rein, hat den Vorteil, ihr könnt auf der einen Seite einmal überprüfen, wie lange braucht ihr für das ganze Projekt? Dann könnt ihr überprüfen, wie lange braucht ihr eigentlich für verschiedene Arbeitsschritte. Wenn ihr zum Beispiel sagt, die Vertonung, dann habt ihr den Dialogschnitt, dann vielleicht noch das Panning und das Mastering. Das sind vier Sachen, wo ihr sehen könnt, ich brauche für das Vertonen zum Beispiel deutlich länger als für das Mastering. Das ist eine Information, die für euch ganz wichtig ist. Und das könnt ihr daran später zum Beispiel ablesen. Ihr könnt zum Beispiel auch ablesen, wenn ihr euch auch immer das Datum und vielleicht den Wochentag eintragt, könnt ihr auch immer sehen, an welchen Tagen habe ich besonders viel geschafft und an welchen Tagen habe ich vielleicht besonders wenig geschafft. Es ist im Prinzip so das Grundwerk für eure Analytics, wenn ihr das wollt. Wie gesagt, es ist nur eine Hilfe für euch, es ist nichts, was ihr machen müsst, aber mir hat es damals unheimlich geholfen. Ihr seht auf jeden Fall, ihr habt durch diesen Zeiterfassungsbogen jede Menge Möglichkeiten und am Ende steht eben, ich habe beispielsweise 40 oder 50 oder 60 Stunden für die gesamte Vertonung gebraucht. Was fangen wir jetzt aber an mit diesem Wert? Machen wir einfach mal ein konkretes Beispiel. Wir haben eine Hörspiellaufzeit von 60 Minuten und dafür haben wir jetzt ungefähr 60 Stunden benötigt. Was wir jetzt wissen wollen, ist natürlich, wie lange oder wie viel Hörspiel schaffe ich denn in einer Stunde? Hier ist es relativ simpel. Ihr müsst einfach die 60 Minuten durch die 60 Arbeitsstunden teilen. Heißt also, wir kommen auf eine Minute Hörspielzeit, die ich in einer Stunde schaffen kann. Wenn wir das Ganze auf einen Arbeitstag von 8 Stunden rechnen, würde das bedeuten, an einem Arbeitstag schaffe ich 8 Minuten Hörspiel. Das ist natürlich jetzt eine Zahl, die jetzt nur in diesem Beispiel vorkommt. In Wirklichkeit wird das auf gar keinen Fall so sein. Es sei denn, ihr seid wirklich ultraschnell. Deswegen ist es wichtig, dass ihr mehrere Hörspielprojekte nehmt als Grundlage, dass ihr einfach, ich sag mal so 3-4 Hörspiele macht und daraus dann den Querschnitt nimmt. Und die Zahl, die dann da steht, die wird eher sowas sein wie, ich sag mal, zwischen 3 und 5 Minuten. Und genauso habe ich das auch bei meinen Hörspielen gemacht. Ich habe mehrere Produktionen gemacht. Ich habe diese Zeiterfassung gemacht. Und ich weiß jetzt, dass ich am Tag, also an einem Arbeitstag, schaffe ich ungefähr zwischen 4 und 5 Minuten Hörspiel. Das Ganze könnt ihr jetzt natürlich auf ein Hörspielskript anwenden. Wenn ihr zum Beispiel ein Hörspielskript habt, das ungefähr, sagen wir mal, 50 Seiten habt, dann könnt ihr Faustregel, eine Hörspielskriptseite sind ungefähr 1 bis 1,5 Minuten Spielzeit. Könnt ihr also davon ausgehen, ich sag mal, das Hörspiel wird ungefähr 60 Minuten haben und dann könnt ihr die Formel anwenden, die wir gerade gemacht haben, oder eben ihr könnt einschätzen und sagen, okay, ich schaffe am Tag ungefähr 5 Minuten und könnt dann ausrechnen, wie lange ihr dafür braucht. Bei einem 60 Minuten Hörspiel wären es dann ungefähr, ich glaube, 7,5 Tage ungefähr. Mit der Formel, die wir gerade ausgerechnet. Ich hätte jetzt gesagt, ich werde dafür wahrscheinlich 2 Wochen brauchen, weil ich am Tag eben nur in Anführungszeichen 4 bis 5 Minuten Hörspiel schaffe. Ihr seht also, es ist gar nicht so einfach, so eine Hörspielproduktion im Vorfeld einzuschätzen. Nachher ist natürlich immer man schlauer, weil man weiß dann, okay, ich habe jetzt für 70 oder 80 Minuten Hörspiel so und so lange gebraucht. Deswegen finde ich die Idee mit diesem Zeiterfassung eigentlich gar nicht so schlecht. Viele haben mir früher schon gesagt, ach, das ist mir viel zu kompliziert. Aber das ist auch so, wenn ihr so eine Hobbyproduktion macht, ihr verzettelt euch irgendwann und diese Produktion, die schieben sich einfach immer weiter. Ihr braucht Monate und Monate und Monate. Und ich kann euch wirklich sagen, das sind genau die Faktoren, warum so viele Hobbyproduktionen einfach den Bach runtergehen, weil man dieses Projekt unterschätzt und die Leute dann irgendwann nach einem halben Jahr sagen, ja, wann wird das denn fertig? Und dann ist nach einem Jahr immer noch nicht fertig. Und ich verspreche euch, nicht jeder ist mit der gleichen Begeisterung dabei wie ihr selber, die Idee halt entwickelt haben, und die Leute werden euch abspringen und dann wird diese Hörspielproduktion gar nicht mehr stattfinden. Deswegen lieber etwas mehr investieren als zu wenig. Kommen wir ganz zum Schluss zu dem Thema Zeitfresser. Was
frisst wirklich Zeit bei eurer Vertonung. Bei mir ist es so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es genau zwei Dinge gibt, die wirklich sehr zeitintensiv sind. Das ist Nummer eins, das Panning. Padding bedeutet ja nichts anderes, als dass ihr eine Audiospur im Prinzip im Panorama nach links oder nach rechts verschiebt, dass der Sound mehr nach von links oder eben von rechts kommt. Das ist alles. Allerdings ist es so, wenn ihr zum Beispiel ein Hörspiel habt oder eine Produktion, eine Szene habt mit 50, 60 Spuren, kann ja sein, und da macht ihr halt ein Panning, werdet ihr einfach feststellen, dass ihr da unheimlich viel Zeit investieren müsst. Deswegen auch bei einer Produktion müsst ihr das im Hinterkopf behalten. Das Panning, was man meistens am Ende macht, ist nochmal wirklich zeitintensiv. Punkt Nummer zwei wäre in jedem Fall den richtigen Sound für die richtige Stelle finden. Wenn mir das früher jemand gesagt hätte, dass ich dafür so viel Zeit einberechnen müsste, hätte ich das einfach nicht geglaubt. Meine Erfahrung hat mir aber gelehrt, es ist so, wenn ihr die passenden Sounds raussuchen müsst, ist das einfach eine Sache, die wirklich extrem viel Zeit beansprucht. Ich würde sogar sagen, nach dem eigentlichen Handwerk, also dem Schnitt und dem Vertonen, wäre wirklich Sounds raussuchen, Platz Nummer zwei, was den Zeitanspruch angeht. Ihr müsst euch das so vorstellen, manchmal müsst ihr einfach Sounds zweckentfremden. Das heißt, eigentlich ist es ein ganz anderer Sound, aber ihr wollt ihn vielleicht doch passend machen. Dann kann es natürlich auch vorkommen, dass ihr gar keinen Sound keinen passenden Sound in der Library habt. Ihr müsst also erst nochmal online auf die Suche gehen, vielleicht eine neue Library kaufen oder vielleicht auch selber aufnehmen. Das sind alles wirklich Sachen, die extrem viel Zeit kosten. Und ich kann euch sagen, unterschätzt es nicht, wie lange es dauert, den passenden Sound rauszufinden. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert für euch und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich auf jeden Fall auch darüber freuen, wenn ihr fleißig kommentiert, wenn ihr Fragen stellt. Wenn ihr natürlich auch meinen Kanal abonniert, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Dann verpasst ihr auf gar keinen Fall einen meiner Videos. Lasst auch ganz gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.